kapiere schon, was es heißt, so viel zu verkaufen. Oder was es heißt, in Irland vierfach Platin zu haben. Aber wie gesagt, ich bin einer, der was den Ball flach haltet und ich muss mich da in keinster Weise verstecken. Mit Hey Baby hat DJ Ötzi einen mega Durchbruch geschafft und wurde schlagartig außerhalb der deutschsprachigen Grenzen zum Star. Die wahre Geschichte ist die nachvollziehend, einfach, dass ich bei den Football-Fans im Rheinfeier-Stadion in Düsseldorf dieses gehört habe, das UA und das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann gesagt zu dem Kolibris-Chef, der was damals die Hände zum Himmel gehabt hat, dann gesagt, das muss ich machen, weil dann bin ich keine Eintagsfliege in dem Sinn. Okay, ich habe dann 3 Monate darum gekämpft, keiner hat daran geglaubt, weil jeder hat einfach gesagt, okay, der Anton ist jetzt der Große. Dann habe ich mich nicht auf die Lorbeeren ausgeruht und gesagt, ich muss weiter schauen. Da habe ich ihm das, glaube ich, richtig gemacht, indem ich gesagt habe, okay, hey Baby, ist der Hit, wo ich mich eigentlich bestätige, nicht nur für mich selber, sondern auch für die Leute, für die Kritiker und generell auch für meine Fans. Im Großen und Ganzen haben wir schon, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, schon 3-mal mehr verkauft als wie in den Anton. Aber für mich wird immer der Anton der sein, der was mir eigentlich in das eingebracht hat. Also die Wurzeln sind beim Anton und werden einfach nie vergessen werden, weil das ist meins, was mich groß macht.